Boah, da waren wir noch nicht, aber das sind 2600 Kilometer. Also 2100 Kilometer. Das ist bis nach Italien runter. Das ist sehr lang. Das wisst ihr hoffentlich. Let's go, ne? Da kann viel passieren. Cool, wann spielen wir Rust? Rust ist mir mit zu viel Ärger verbunden. Gerrit. Rust ist mir mit zu viel Ärger verbunden. Das ist, weiß ich nicht, da habe ich Angst vor. Das ist wie mit GTA-RP. Ich gucke mir das lieber an, als dass ich selber spiele. So, jetzt fahren wir erstmal zur Werkstatt rüber. Erstmal zur Werkstatt. Ich habe da auch Angst vor. Ja, ja. Sehr toxisch leider, sehr toxisch. Und da habe ich keine Lust drauf. Bin ich ganz ehrlich. Mir sind zu viele Leute im Internet und auf Twitch mittlerweile unterwegs, die Realität nicht zwischen virtuellem Mensch, ach, das ist auf der anderen Seite, leck mich doch am Arsch, die RL und virtuell nicht unterscheiden können. Da habe ich sehr viel Angst davor. Ja. Offenbar. So, einmal hier raus. Und einmal hier rein. Huch, eben den Bordstein mitgenommen, kein Problem. So. Wartung. LKW-Konfigurator. So, wir machen unsere fette Fanfare oben drauf. Jefferson Fanfare. Warte mal. Dach. Hier, Zubehör. Wissen wir das? Wo kommt denn die hin? Hier. Let's go. Nehmen wir. Ist das jetzt dran, ne? Heilige Maria! Geil! Jetzt geht's los! Hallo? Oder auch nicht? Ah, jetzt geht's los. Alter, ist das laut! Süß! Ich muss kurz Licht anmachen. Okay. So. Okay. Alter, 2100 Kilometer Fahrstrecke. Ist das die längste Tour, die wir jemals hatten? Einer der längsten auf jeden Fall. Wir fahren ja komplett von ganz oben nach ganz unten einmal quer durch Europa durch. Hart. Hart. Hart, aber geil. Die andere war 1,8K. Uiuiui. Gut, dass die Strecke nicht Realtime ist, wie beim Flugsimulator. Das wäre krass. Das wäre sehr krass. Easy, du musst nur 2000 Kilometer fahren, dann geht das ratzfatz. Ach so. Echt? Ja, okay, das ist nice. Das ist cool. Das habe ich jetzt nicht, da habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt, hast recht. Oh, da hat Licht ein bisschen weniger hier. Boah, Olbia. Raupentraktor. Ich mach mal das Licht, das geht so, ne? Ihr seht mich immer noch. Wo ist das gute Stück? Was soll ich? Ich fahr mit Lenkrad. Plutiane. Lenkrad. Ja, ja, fahr mit Lenkrad. Mit Tastatur. Es geht auch mit Tastatur. Aber es macht halt einfach viel, viel mehr Spaß. Es ist ein viel geileres Feeling, wenn du mit Lenkrad fährst. Fürs Feeling ist das einfach mega geil.
Das ist der richtige, das ist der richtige Auflieger hier, ne? Ja. Schlupp. So, Freunde. Habt ihr genug Verpflegung? Geht los. Ich habe übrigens den LKW jetzt nicht repariert. Habe ich vergessen. Vor lauter Fanfare habe ich den LKW nicht reparieren lassen. Aber scheiß der Hund drauf. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Sind nur 3% Schaden gewesen. Passt schon. Das haut doch locker hin, oder? Wollte ich auch gerade fragen, ob du Pedale hast zum Gentle. Ja, ja, genau. Genau. Richtig. Mit Pedal und allem drum und dran, was dazu gehört. Huch. Ich habe auch noch irgendwo das Schaltknüppelchen. Den habe ich beim Umzug wieder gefunden. Aber den habe ich nicht dran. Und ich glaube, LKW mit Schaltung, die heutigen LKWs, die heutzutage, die fahren, glaube ich, gar nicht mehr mit Schalter, ne? Die fährt man gar nicht mehr mit Schaltung. So. Mit F4 kannst du deinen Sitz so verstellen, dass du Ausschubbewegung besser sehen kannst. Ja gut, ich habe oben links die zwei, ja, das passt schon. Das passt. Das passt, das passt. Naja, also gerade die heutigen LKWs haben fast gar keine Schaltung mehr. 3200 Kilometer sind es jetzt gerade. Warum so weit? Warum 3200 Kilometer? Waren wir nicht vorhin bei 2100 Kilometer oder so? Was denn das jetzt? Gut, ich meine, da sind 600 Kilometer übers Wasser dabei, ne? Aber 3,2 waren es trotzdem nicht. Da ist die Fährverbindung mit drin. Oh, dann war das vorhin noch gar nicht abgezogen. Ach, du Heilige. Oh, das ist aber sehr nett. Dankeschön. Dann war... Oh, okay, dann... Ich dachte, die Fährverbindung... Oh mein Gott. Huch, scheiße. Die Fährverbindung, ich dachte, die wäre vorhin schon abgezogen gewesen. Oh, also sind das 2600 Kilometer, die wir fahren. Alter. An die ETS-Experten da draußen, wie viele Minuten sind das ungefähr in wirklicher Fahrzeit? Das sind bestimmt 2 Stunden, oder? Junge, Junge, Junge. Ja, ich hoffe, ihr habt heute nichts mehr vor. 2 Stunden ungefähr. Ja, gut, okay, 2 Stunden wird ja noch ungefähr gehen. Das haut ja noch einigermaßen hin. Ja, wir haben auch Zeit, alles gut. Aber, boah. Muss doch noch nach Hause. Ja. Passt schon, passt schon. Ist Scania dein Lieblings-LKW? Nö, nö. Ich finde, Mercedes und Scania haben sich jetzt hier bis jetzt am besten fahren lassen, immer. Aber Lieblings-LKW, ich habe keinen Lieblings-LKW. Wie gesagt, da ich selbst kein LKW-Fahrer bin, fahre ich, ne, da ich selbst kein LKW-Fahrer bin, kann ich das nicht beurteilen, welche LKWs wirklich gut sind. Ich kenne Scania jetzt nur von German Truck Driver und Mercedes halt, weil, ja, Mercedes halt. Ne. Ich glaube, MAN gibt es hier im Spiel, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, MAN gibt es hier nicht. Meine ich. Oder gibt es sie mittlerweile? Doch, MAN gibt es. Okay, früher gab es sie nicht. Früher gab es sie nicht. Haben die Lizenz mittlerweile dafür? Wie gesagt, früher gab es sie nicht. Gibt es mittlerweile. Okay, cool. Cool, finde ich gut. Sleeping.
Hattest du nicht mal einen gekauft? Haben wir? Ich habe den Überblick verloren. Wir haben so viele Mitarbeiter und so viele LKWs mittlerweile. Ich habe keine Ahnung. Könnte sein, dass wir einen gekauft haben. Sind wir bald da? Ja, bald. Bald. Dauert nicht mehr so lange. Oh. Nur noch ein bisschen. Huch. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Wie lange noch? 3136 Kilometer. Ich glaube, wir fahren jetzt aber sowieso erstmal in den Hafen, ne? Meine ich. Ich glaube, wir fahren jetzt erstmal in den Hafen. Guck mal, der Lauch vor uns hält sich ans Rechtsfahrgebot. So eine Strecke möchte als LKW-Fahrer nicht fahren. Ich glaube, du erlebst auf so einer Strecke wirklich sehr viel. Hey, du fährst halt durch einige europäische Länder durch, ne? Das ist schon krass. Das ist schon sehr krass. Ich glaube, du erlebst als LKW-Fahrer schon wirklich sehr viel, aber es ist halt schon sehr anstrengend. Und ich meine, für so eine Strecke 3200 Kilometer, mal eben von ganz oben im Norden nach ganz unten, verdienst du halt in echt keine 120.000. So, weißt du? Von daher, hier klingt das halt jetzt geil und attraktiv, weißt du? Wir kriegen 122.000 dafür, dass wir diese Strecke jetzt fahren. Aber in echt kriegst du das halt nicht. Dementsprechend weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hast du alle DLCs der Städte? Ja. Ja, bei ETS schon. Bei ETS schon. In echt bekommst du einen feuchten Händedruck oder einen auf die Fresse, wenn es zu lange gedauert hat. Genau das ist es halt. Genau das ist es halt. Da bedankt sich dann keiner bei dir, weißt du, und sagt, Dankeschön, cool, dass du meine Fracht hier sehr gut nach hier, ne, hierher gebracht hast. Da wird dann nur gemeckert und du kriegst Zeitdruck. Ist eine Stunde früher da. Ja, wie willst du das machen, wenn du im Stau stehst? Wie soll das gehen? Geht gar nicht. Es ist nicht möglich. Aber verlangt wird es halt. Das ist auch mental sehr anstrengend, man ist ja ganz schön oft alleine. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Da gebe ich dir absolut recht. Mental ist das bestimmt sehr anstrengend, vor allem bist du halt viel von deiner Familie weg, ne, wenn du eine hast. Wenn du eine Family hast, du siehst die halt kaum. Ne? Gibt einige LKW-Streamer auf Twitch, einfach mal gucken, habe ich schon gesehen. Das habe ich schon gesehen. Finde ich auch geil. Also bin ich ganz ehrlich, finde ich echt nice, dass sie einfach den Stream anhauen und das laufen lassen. Finde ich cool. Finde ich mega cool. Finde ich auch immer sehr interessant. Das ist wie früher die Eisenbahnstrecken. Einige haben mich immer ausgelacht, weil ich immer diese Eisenbahnstrecken geguckt habe. Die Eisenbahnstrecken früher habe ich immer geliebt. Ich habe das immer super gerne geguckt, tatsächlich. So, ich glaube, wir kommen hier gleich auf die Autobahn. Autobahn. Ich hätte gerne einen Gaming Chair. Das geht raus da draußen an alle Gaming-Stuhl-Entwickler. Ich hätte gerne einen Gaming Chair.
der realistisch simuliert das Wippen im LKW-Sitz. Das hätte ich gerne. Oh, das wird aber nichts. Oh, das war sehr nett, dankeschön. Mit Luftfederung, ja Mann. Das wäre geil. Würde ich hart feiern. Wie geil wäre das, wenn das einfach simuliert wird? Ich meine, das Ding würde wahrscheinlich 8000 Euro kosten, mindestens. Aber es wäre sehr geil. Kannst du doch kaufen? Aber das... Also ich rede ja davon, dass das dann wirklich realistisch mit dem Spiel simuliert wird. Ich glaube, das kann man nicht kaufen, oder? Wir sind gleich ein ganzes Home-Cockpit. Habe ich auf YouTube schon oft gesehen, dass es da echt Leute gibt, die sich einfach so ein fettes Cockpit gebaut haben aus einem alten LKW. Feiere ich auch immer sehr sowas. Feiere ich sehr. Tatsächlich. Du bist über den richtigen kaufst. Ja, oder du kaufst einfach einen echten LKW und machst dir vorne in die Windschutzscheibe zwei Bildschirme. SCS hatte solche Stühle auf der Gamescom, konnte man ausprobieren. Echt? Geil. Das ist nice. Gut, Speedy, danke schön für 26 Monate Tier 2. Ich danke dir vielmals, von ganzem Herzen. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dominik 2207901. Dankeschön für 20 Monate. Vielen, vielen Dank. Noch 4 Monate Indien, 2 Jahre sind voll. Danke dir vielmals. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deinen Langzeitsupport. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Das ist übrigens seine Telefonnummer. Ja, ja, genau. Seine ICQ-Nummer. Sven391989, Dankeschön für deine 10 Euro, vielen, vielen Dank. Hi Tobi, ich schaue schon lange deine Videos und wollte jetzt einfach mal Danke sagen. Gerne doch, gerne doch, gerne doch. Dankeschön, dass du schon so lange dabei bist. Und vielen, vielen Dank für deine 10 Euro, Dankeschön, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank. Was, sollte ich vorhin nochmal auf den Knopf drücken, damit das Navi hübscher aussieht? War das F2 oder F4? Grüße genauso in die Migräne, fahrt vorsichtig. Asami Salami, schlaf gut. Ah, F3. Ah, nice. Asami Salami, schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht und gute Besserung an dieser Stelle. Und hau mal die Migräne weg jetzt da. Sollen das? Frechheit. Oh, sag mal, fahren wir eigentlich gar nicht zum Hafen gerade? Okay. Ich fahr doch mal rüber, da vorne ist irgendwas.
er haut halt voll die Bremse rein, weißt du? Das ist so dämlich. Dämlich. Sehr dämlich. Lüsch. Lüscher. Blöder Multiplayer sind die Leute, die ständig ins Mikrofon brüllen. Mike Robe, da gebe ich dir absolut recht. Oder Mikrobe, so, Entschuldigung. Gebe ich dir absolut recht, ja. Das ist sehr nervig tatsächlich. Und wie gesagt, du bist auf Twitch halt dafür verantwortlich, wenn der irgendeine Scheiße ins Mikrofon brüllt, ne? Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Weil wenn er halt einfach, und wenn es nur kurz ist, ne? Wenn du nur kurz einfach verpeilst, aus dem Channel rauszugehen oder sowas, wenn du nur verpeilst, irgendwie da kurz rauszugehen und der droppt halt eine N-Bombe oder sagt irgendwelche andere Kacke, dann bist du halt echt der Gearschte. Das ist halt echt doof. Deswegen sträube ich mich da so ein bisschen vor. Auch wenn online schon cool wäre, wobei ich den KI-Verkehr, glaube ich, auch irgendwo auch vermissen würde. Ja. Kannst eigentlich nur Leuten vertrauen aus dem eigenen Stream, die schon länger dabei sind. Das ist echt schwierig, das stimmt wohl. Ja. Das stimmt. Und da vorne ist ein Netto-LKW. Netto. Na, dann geh doch zu Netto. Oh, der hat keinen Bock mehr. Mach ich einen Scheibenwischer an. ETF. Warum mache ich meinen Scheidenwischer an? Bah. Kaiser Sapu, Dankeschön für deine 5 Euro, vielen, vielen Dank. Danke für all die schönen Videos. PS, hab selber über 1000 Stunden in ETS 2. GG, Alter. Sehr geil. Wollen wir gerade rüberfahren, da kommt einer, der möchte auch auf der Autobahn. Er musste eh bremsen. Schade. Oh, was ist denn hier los? Oh, Mautstelle. Ich fahr auch hier drüben hin. Ich fahr auch hier hin. Hey, der zieht einfach durch, der Junge. Guck ihn dir an. 172, willst du mich verarschen? Das ist ja fast so teuer wie einmal zu schnell gefahren. Da gönne ich mir jetzt dann aber. Oh, guck mal, die geile Brücke hier. Guck mal, die geile Brücke hier. Aber so mit Gas geben hat der Netto-LKWs hier nicht so, wa? Ist schon geil gemacht, ne? Ist schon absolut geil gemacht, kannst du echt nichts sagen. Orange Brücke, was? Wie heißt die nochmal? Ich habe keine Ahnung, ob das die ist. Ich denke mal, ne? Wir müssten jetzt wahrscheinlich oben in Norddeutschland irgendwo sein. Kiel? Kopenhagen? Ich weiß nicht, wo sind wir? Oh, wir sind noch gar nicht in Deutschland. Oh, lol. Ich habe das voll Wir sind jetzt gerade mal in Kopenhagen. Okay. Alles klar. Komm, ein Flugzeug! Ich dachte, wir sind schon in Deutschland, ey. Nicht Jans, ne? Nicht Jans. Nach Rostock jetzt mit der Fähre, genau. Benutzt ja doch wieder ein Mikrofon, Official Alex Gerlach. Ja, tatsächlich, weil aber nicht, weil mein Mikrofon kaputt gegangen ist, sondern weil das DBX, also der Mic Preamp quasi, der ist kaputt gegangen. Der ist im Arsch drinne. Leider. Machst du nix. Machst du nix. Machst du nix, guckst du zu, nicht? Spielst du mit Lenkrad? Yep. Yep, 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 yep. Rivael 1106, dankeschön für deine 5 Euro und 1 Cent. Team Gerade, hust, hust. Ne, Team Ungerade, Entschuldigung. Hust, hust. Dankeschön.
Dankeschön auch an dich für deine 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, Vorsicht. Boom. Ah, der geht eh shoppen, alles klar. Erstmal Bier hinziehen, sagt er. Kichen. Kichen. Der DBX was? Der DBX, das DBX. DBX286S, das ist ein Mikrofon Preamp. Das hat was mit Gain zu tun, ich weiß auch nicht genau. Mit Gain und Ohm und sowas, keine Ahnung. Und das Mikrofon, also das Biodynamic Headset, braucht zu viel Gain oder zu viel Power, als dass ich es einfach nur an ein normales Interface hauen kann. Sonst hätte ich das auch einfach weiter benutzen können mit einem neuen Interface oder mit dem Scarlett, aber das ging leider nicht. Weil das dafür zu wenig Gain hatte. Ich glaube, so nennt man das. Welches Lenkrad ist es geworden? Das darfst du schon immer haben. Das, was ich schon immer habe, das Logitech G. G, wir haben einen Command dafür. Ah, der Goldmütze hat schon gepostet. G920, genau. Das ist es. Ja, moin, Digi. Hast du Bock, wa? Kollege. Welches Mischpult verwendest du? Mischpult gar keins. Ich hatte vorher das DBX als Mic Preamp und als Interface das Scarlett. Das reicht. Ich brauche kein Mischpult. Ich bin kein DJ. Da brauche ich kein Mischpult für. Und jetzt, ich habe jetzt das ist das Rode NT1, glaube ich. Und das habe ich dranhängen an einem Rode AI1. Das ist das Audio-Interface und das Audio-Interface ist krass. Also das ist wirklich heftig gut. Das ist besser als das Scarlett, ohne Mist. Das ist wirklich gut. Ich habe den Gain von dem Mikrofon jetzt hier relativ weit aufgedreht. Es rauscht nichts, es übersteuert nichts, gar nichts. Also das Ding ist wirklich der Hammer. Habe ich noch nie gehabt, so ein krasses Gerät. Ohne Mist. Und das habe ich im Pack gekauft für zusammen 300 Euro, glaube ich, ungefähr. 285 hat das, glaube ich, gekostet. Das ist ein krasses Starter-Set auf jeden Fall. Sehr guter Sound auch. Ich bin echt vollends überzeugt von dem Ding. Ist wirklich cool. Gute Nacht, Manu, und gute Nacht alle anderen, die schlafen gehen. Gute Nacht, schlaf gut. Eine gerade Strecke, da kann ich mal kurz am Wasserchen nippen. Der Water. Gerade bei dir hätte ich ein krasses Gerät erwartet. Ja, das höre ich öfter tatsächlich. Habe ich jetzt schon öfter zu hören bekommen. Nee. Nee. Nee, das reicht ja vollkommen aus. Das reicht vollkommen aus. Ich meine, klar, ich hätte mir auch das Shure holen können für 500, 600 Euro. Aber die Kohle hatte ich jetzt A nicht und B, ganz ehrlich, das Mikrofon hat eine Top-Qualität. Das reicht vollkommen. Das reicht vollkommen aus für das, was ich brauche. Ja, vollkommen in Ordnung. Passt. So. Hier geht's nach Rostock. Roststock. Hast du mal überlegt, mit dem Tracky Air zu spielen? Das ist dieser Augentracker, ne? Habe ich mir schon mal angeguckt auf Facebook damals. Habe ich da immer Werbung für gekriegt. Sieht schon geil aus, ne? Also ist glaube ich, schon ganz lustig, dieses Tracky Air. Aber wie nutzt man das? Also wie funktioniert das? Ich meine, ich hab so ein Mikrofon. Ich habe so ein Mikrofon vor der Nase hängen, ne? Ob dann meine Augen, ob der das dann noch sieht? Dieser Augentracker, ich weiß nicht, ob das klappt, ne? Nur nachgedacht, die richtig hochwertige Hardware zu holen, wie Yamaha oder Roland. Habe ich bisher ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht und mich auch nicht mit auseinandergesetzt. Aber ich sehe halt auch ehrlich gesagt nicht ein, mir irgendwie Hardware für 1000, 1500 Euro oder so zu kaufen. Da bin ich irgendwie geizig. Da bin ich irgendwie geizig, keine Ahnung. Wenn du halt für etwas kleineres Geld fast ähnliche Qualität bekommst. So, weißt du?
Das waren schon 90. Kannst du mir einen Hanuta geben? Gerrit, ich hätte auch gerne eins. Oh, rote Ampel. Es läuft mit Infrarot, entweder per LEDs mit Halterung am Headset oder per Kappi mit Reflektoren dran. Es funktioniert gerade bei DTS richtig gut, ich kann nicht mehr ohne spielen. Echt? Ja, und was genau passiert dann? Also wird einem dann nicht als Zuschauer schwindelig? Wenn man das jetzt spielt und ich bewege meine Augen, dann bewegt sich das Bild doch mit, oder nicht? Wenn ich da mit meinem Kopf irgendwie bewege oder so. Wird er dem Zuschauer dann nicht schwindelig, sag ich mal? Oh, ich bin falsch gefahren. Finde ich, wie jede eigene Achse reagieren soll. Okay. Ja, das klingt schon interessant, ne? Bist du beruflich nur Streamer oder machst du noch was nebenbei berufliches? Shego333, ja, ich. YouTube und Twitch, das ist mein Hauptberuf im Grunde genommen. Ja. Also ein absolutes Träumchen auf jeden Fall. So. Klingt wirklich interessant. Ja, irgendwie schon, ne? So, wo müssen wir lang? Rechts rum. Wir sind in Rostock. Oh, 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 Vorsicht, Mauer. Back in Germany. Und Callboy. Hat aber noch niemand angerufen, leider. Oh, ich blinken müssen? Ja, ne, das war eine Straße, eine ganz normale. Oh. YouTuber Jeff reinzuschauen, der hat das volle Paket mit bewegendem Stuhl und Track-Ear. Ist wirklich cool auch zum Zuschauen. Okay, Jeff Fangiano, alles klar. Versuche ich mir mal zu merken. Back in Germany sofort von 5G auf E. Ist tatsächlich so, ja. Versuche schon mal auf die Spur rüber zu wechseln. Erstmal schön Stau verursachen hier back in Germany und erstmal Stau verursachen. Aber die Deutschen können doch auch gar nicht ohne ihren Stau, oder? Und die haben Rostock aber überarbeitet, oder? Guck mal! Also als wir das letzte Mal hier in Rostock waren, sah das hier aber nicht so aus. Die haben Rostock überarbeitet. Cool, jetzt möchte ich fast durch Rostock einmal durchfahren. Ich habe gleich noch ein Wismar vorbei. Gibt's leider nicht. Gibt leider kein Wismar. Wismar riechen? Ich fahre, ne? Danke. Vielen Dank auch. Ja, Pommes, bitte. Riech mal. Toll, danke, Pommes. Danke. Ist das die vollgeschissene Hose von der Prüfung heute?
Die Reste vom Tisch. Ach. Bist du wie diese Familie aus Resident Evil, Alter? Bah. Weißt du eigentlich, woher die Zahlen von den Autobahnen kommen? Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Tor ist leer. Scheiße. So, bei der nächsten Raststätte müssen wir dann so langsam, aber sicher, lass uns mal ganz kurz auf die Map gucken. Wo sind wir denn hier gerade? Wir fahren hier. Kommt da irgendwo nochmal eine? Die 19 haben wir hier. Da werden wir dann wahrscheinlich schon raus müssen. Das ist kurz vor Berlin. Da müssen wir nochmal kurz einen Stopp machen. Einmal kurz ab an den Tanke und einmal kurz schlorfen. Das ist wie Musik in meinen Ohren. Nice. Leberwurst. Jetzt ein schönes Brot und frisches vom Bäcker und dann Leberwurst drauf. Oh, lecker. Und Ketchup. Mm. Geil. Ah. Next können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Bin ich sehr gerne dabei. Macht immer sehr viel Spaß. LKW. Auto Truck Simulator vor. Macht immer sehr viel Spaß. Ist angenehm immer. Hast du dein Haus bei Minecraft schon fertig? Habe ich nicht Licht angemacht, sag mal? Okay. Jo, was hat der für einen Motor gehabt? Wo wir gerade bei Minecraft sind, wann kommt das Dach auf die Burg? Hä, was für ein Dach? Ach, deswegen das Kappa, okay, ich verstehe. Oh. Ja. Das ist. Ich glaube, da ist Buddy auch gestorben. Drück mal F4 und schalt die Zusatzbeleuchtung ein, dann könnte es heller werden. Alter, schon wieder einer, der so brummt. Was ist denn mit dem? Oh, da hast du es. So, nur noch 43 Stunden. Nice. Hast du schon mal SnowRunner gespielt? Ja. Ja. Haben wir schon mal gespielt. Das war der neueste, also der neue Teil, der rausgekommen ist. Und ich muss sagen, oh Gott, ist hier die Bremsen sind wieder alle, die Spacken da vorne. Ich muss sagen, ist nichts für mich. Macht mich aggro. Macht mich derbe aggro. Ist geil gemacht, sehr realistisch auch und sowas, ne? Aber macht mich aggro. Die geraden Zahlen verlaufen Ost, die Ost-West, die ungeraden. Ah, okay. Okay, cool, wusste ich nicht. Der Wilfer, danke schön für die Information. Kann man bei ETS die PKWs bzw. LKWs auch abdrängen? Kritische Frage. Kritische Frage. Weiß nicht, ob ich darauf antworten darf, ob die Twitch-Tosters erlauben. Aber nein, kann man nicht.
Die bleiben dann stehen. Die bleiben stehen dann. So, Rasthof Walsleben. Walsleben so schön ist. Fünfer, wenn du es machst. Na, es geht ja nicht. Geht ja nicht. Guck mal, mit seinem Mustang-Kombi da vorne, weißt du? Denkt auch, der wär's. Oder ist das ein Mustang oder ist das ein... Ich hätte zur LKW-Tankstelle gemusst. Oh, shit. Okay. Das ist nicht gut jetzt. Das heißt, ich muss jetzt verkehrt rum reinfahren. Huldigung. Oder wir drehen aber. Wir versuchen einmal zu drehen. Mustang GT. Ja, ein Mustang fände ich ja auch mal interessant, ne? Und ich glaube, für so teures Geld, so teuer sind Mustangs mittlerweile gar nicht, ne? Scheiße, wie komme ich denn jetzt hier zur scheiß Tankstelle? Ich muss jetzt leider in die verkehrte Richtung fahren, das tut mir leid. Nee, kann ich nicht. Ach scheiß, die auch die wandern. Pisse. Warte mal, wo können wir denn noch pennen gehen? Kommt hier nochmal irgendwo zum Schlafen, was? Nee, das ist zu weit. Ich muss hier rechts fahren. Tanken müssen wir nicht unbedingt. Fox kann gerne trotzdem zur Tanke rennen, aber ich muss hier reinfahren, es tut mir leid. Auch wenn das falsche Richtung ist. Aber ich muss jetzt hier irgendwie reinkommen. Jetzt kommt da auch noch einer, ich kotze. Okay. So, mal kurz hier ausholen. Hups. So. Puh. Keiner gesehen. Nee, das stimmt. Ich stehe auf der Straße, warte mal. Kurz den Auflieger gerade machen hinten. So. Passt. So, schnell an die Tanke. Puh. So, habt ihr alles geholt? Geht direkt weiter hier. Ich liege schnell in der Kugel. Feststellbremse. Oh, die war gar nicht an. Okay. Und Scheibenwischer. Der Scheibenwischer muss an. Hast du das mit Lego und Held der Steine mitbekommen? Nee, ich hab nur mit... Es hat nur vorhin einer gesagt, dass er abgemahnt wurde oder sowas, ne? Oder meinst du das mit Kai Pflaume, dass der bei ihm war? Huch, werden das Schild da umgefahren. The Disaster, dankeschön für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Er sollte seine Videos löschen, weil er zu nicht Lego Lego gesagt hat. Lol. Ja, ist der noch in irgendeiner Partnerschaft mit Lego oder so? Ansonsten können die ihm das doch gar nicht vorschreiben, oder? Er soll seine Videos löschen, weil er als Lego als Sammelbegriff für Nicht-Lego-Produkte benutzt hat. Ja, aber das können die ihm doch gar nicht vorschreiben. Das Ding ist, ich habe damals ja auch mit Presse, mit dem Presseabteilung von Lego Kontakt gehabt und sowas. Aber ich muss sagen, ich hatte mit denen echt keine Probleme. Die waren eigentlich echt chillig gewesen. Also die waren echt in Ordnung. Den kann ich gar nicht verstehen, wieso er da immer so Pech hat mit den Lego-Mitarbeitern. Lego ist ein eigenständiger Name, wenn wir uns da Klemmbausteine oder so sagen.
gut, aber dann trotzdem können sie ihm nicht vorschreiben, dass er die Videos löscht. Er gibt Lego auch ordentlich Angriffsfläche. Ja, das habe ich wohl auch schon mitbekommen, ja. Nö, also ich bin froh, ich hatte mit denen damals keine Probleme gehabt. Weiß ich nicht. RicoMari13, danke schön für deine 3 Monate Prime. Vielen, vielen Dank. Was zur Küchenrolle sagt auch jeder Zewa. Ich höre nur Mimimi. Ah, Pommes. Schmeckt das Placement mit Zewa oder was? Wird halt wahrscheinlich auch wieder, wird wahrscheinlich auch nicht so heiß gekocht, wie es, ja, weiß ich nicht. Finde ich, keine Ahnung. Da ist wahrscheinlich wieder mehr Drama wie sonst was dabei. Ich weiß, wie gesagt, dass Held der Steine auch gerne sehr viel Angriffsfläche bietet. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich mag Lego und ich baue auch gerne mit Lego und habe mit denen keine Probleme gehabt bis jetzt. Wetter, ey. Weißt du, was das Drama noch besser macht? Wenn Leute sagen, hast du das Drama mitbekommen? Ja, ja. Ja. Es muss aus allem heutzutage immer Riesendrama gemacht werden. Das ist modern mittlerweile, glaube ich. Das muss modern sein. Mittlerweile. Es muss alles ein Riesendrama gemacht werden und am besten Lego direkt canceln. Direkt Cancel Culture, also sofort Lego abschaffen, wegschaffen, alle Mitarbeiter entlassen, alles weg. Lego, weg, weg, weg mit Lego. Keine Ahnung. Das ist ganz fürchterlich mittlerweile. Ganz, ganz fürchterlich. Lego-Nazis, ich sehe da nur Bausteine. Miete Katze, huch, Miete Katze, Dankeschön für 100 Bits. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Wobei Janth, die Preise sind eigentlich gleich geblieben. Also ich finde jetzt nicht, dass Lego viel teurer geworden ist über all die Jahre. Lego war schon immer teuer. Also gerade die größeren Sets, so wie jetzt das Old Trafford oder große Star Wars Schiffe oder sowas, die waren schon immer teuer. Ne? Das darf man nicht vergessen. Sets. Die waren schon immer teuer. Ja, also ich glaube, Lego hat jetzt nicht unbedingt mords die Preise angezogen. Würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Ich finde es halt einfach schade, dass die Steine nicht mehr bedruckt sind.
Also der Schein der Prozess soll nochmal weniger geworden sein. Über die Zeit, während der Preis stabil geblieben ist. Ja, gut. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, dass Lego damals schon immer sehr teuer war. Aber gut, sind wir mal ganz ehrlich, das macht, also da ist jetzt, ich weiß, das ist jetzt Whataboutism, ne, aber im Grunde genommen, das macht doch jeder Entwickler, das machen doch alle gleich, oder nicht? Das machen doch alle gleich mittlerweile, oder? Ich meine, du hast früher, hast du vom Playmobil irgendwie einen Porsche, kriegst du heutzutage für 100 Euro. Für 100 Euro hast du halt früher irgendwie, keine Ahnung, ein ganzes Familienhaus mit Bauernhof bekommen oder so, ja? Also, ich glaube, da sind alle Entwickler, also da sind alle Hersteller mittlerweile gleich. Oder guck dir mal an, was für Games mittlerweile teilweise für 70, 80 Euro rauskommen. Das ist so, ne? Weiß ich nicht. Nur weil das andere Mal ist es nicht richtig oder gut. Nein, natürlich ist es nicht richtig oder gut. Klar. Aber wie gesagt, du kannst einfach dagegen vorgehen, indem du es nicht kaufst. Das ist das Einfache. Aber anderen trotzdem den Spaß lässt daran, wenn sie es nicht kaufen wollen. So, weißt du, das ist halt immer so das Ding. Und das ist das, was mir heutzutage an der Gesellschaft ein bisschen auf den Sack geht. So dieses, weiß ich nicht, lass doch anderen den Spaß, wenn sie sich das kaufen wollen oder wenn sie halt Bock haben, sich das teurere Set mit weniger Steinen zu kaufen, ja, dann lass sie doch einfach. Das muss heutzutage, muss immer mit auf den Finger auf Leute gezeigt werden oder, keine Ahnung. Das ist ganz schlimm. Das war jetzt übrigens nicht persönlich gegen dich gerichtet, aber sondern so allgemein halt, weißt du? Jetzt sich nicht persönlich angesprochen fühlen, sondern es war eher allgemein gemeint. Einfach leben, leben lassen, einfach. Ich habe keinen Bock, es mir zu kaufen, weil es Abzocke in meinen Augen ist ja easy, aber andere Leute kaufen es halt, ist ja in Ordnung. So, weißt du? Ich muss gestehen, ich finde den Preis bei Games oftmals gerechtfertigt. Ja, ja, gar keine Frage. Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel. Assassin's Creed Odyssey ist dreimal gut bezahlt. Ja, ist dreimal gut bezahlt bei 120, 150 Spielstunden, die du da teilweise investieren kannst, ja. Das ist ganz klar, ja. Das ist ganz logisch. Also da kann man echt nichts sagen, ja. Aber es gibt halt eben auch Games, wo ich sage, 60, 70 Euro finde ich persönlich jetzt nicht angemessen. Vom Preis-Leistung her. So, weißt du? Meiner Meinung nach. Next übrigens, dein Sub ist angekommen. Ne? Dein Sub ist angekommen, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, aber du weißt, das ist nicht nötig, ne? Du weißt, das ist nicht nötig. Der eine gibt ein paar tausend Euro aus, um ein Fußballspiel, Boxkampf oder ähnliches zu sehen. Ist halt Hobby, muss jeder selbst wissen, was er damit macht. Absolut, absolut. Ich war übrigens immer noch in der Mitte. Ist nicht gut. Absolut, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Genau so ist es. Huh. Genau so ist es. Den ersten Sacred Teil habe ich sogar 800 investiert. Ja, siehst du. Ich bin auch jedes Jahr wieder so blöd und kaufe mir das neue FIFA. Warum? Weil ich es gerne spiele. Und es ist eigentlich auch wieder nur aufgewärmt und kostet aber trotzdem jedes Jahr wieder 70 Euro. Ja. Ups. Ich soll doch die Straße gucken. Ich spiele in der Liga. 11 vs. 11 ist immer das gleiche. Ja, Monty Zotti, wobei ich sagen muss, also der Pro-Clubs-Modus, den haben sie halt schon wirklich Ewigkeiten nicht mehr verbessert. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr schade, weil ich den Pro-Clubs-Modus eigentlich mit Kollegen immer sehr gerne gespielt habe. Aber die ändern da ja gar nichts dran. Also du könntest da so geile Sachen machen, dass du zum Beispiel NPC-Spieler transferieren könntest, dass du dir einen Cristiano Ronaldo erspielen könntest oder, weißt du. Aber
also dem Pro-Clubs-Modus, dem schenken sie halt keine Aufmerksamkeit, weil Ultimate Team halt einfach genug Kohle abwirft. So, weißt du? Deswegen schenken die halt dem Pro-Clubs-Modus leider keine Aufmerksamkeit. Und das finde ich sehr schade, tatsächlich. Das finde ich sehr, sehr schade. Jetzt kann ich mal in der Stadt vorbei. Ja, wir fahren auch gleich, aber ich muss gleich nochmal Pause machen. Ich muss nochmal pinkeln. Ich habe wieder Cola getrunken, das ist nicht gut. Und dann auch noch Wasser hinterher, das ist ganz schlecht. Ganz schlecht. Toxi, schlaf gut, gute Nacht. Und Dankeschön fürs dabei sein. Das ist das zweite Jahr hintereinander kein FIFA geholt. Echt? Krass. Ja, Ultimate Team bringt ewig viel Kohle, das ist einfach so. Das ist einfach so. So. Ich gehe mal schnell pinkeln. Hups. Hups. Hupsi, hupsi. So. Wie lange haben wir denn noch? 2100 Kilometer. Abzüglich, glaube ich, 400 Kilometer, die wir noch übers Wasser fahren. Knapp 1600 Kilometer. Uiuiui. Uiuiui. Wir fahren noch ein bisschen, Freunde. Was hatte denn Erik noch drin? Tobi 2021. Warum ist bitte? Baum ist du Lump. Baum ist du Lump. Was ist da los? Oh, hier erstmal fett LKW-Rennen. Elefantenrennen. Let's go. Die mal an dem vorbei, an dem Kollegen. Oder abdrängen. Nee, nicht bei so einem Auftrag. Nicht bei einem 120.000 Auftrag, das mache ich nicht. Vor allem nicht, wo wir jetzt schon so lange gefahren sind. Das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Hängt da ein Patrick oder bilde ich mir das ein? Nee, da hängt Patrick und Garfield und ein Minion. Alles da. Alles da. Elefantenrennen, Tobi gegen zwei LKW. Peri Rodan, was machen Sie da? Frechheit. Warum verwehrst du uns die Alpha-Wand? Ich habe den Erik vergessen rauszuholen. Rauszumachen. Kapi. Dometiz live. Dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Danke, danke, danke. Ich danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Was machen die Kollegen da jetzt? Ja, kommen sie ran, können sie rausgucken. Geil. Ja, danke, fahr halt jetzt schön hier rüber. Fahr halt rüber und bremst mich aus, du doofe Kuh. Was ist mit dir? Arschrille. Achso, der muss ja rüber, nicht ich. Ich muss ja gar nicht rüber. Ruby 171088, Dankeschön für deine 33 Monate. Vielen, vielen Dank. Dieser Pausenscreen ist genauso lustig wie du. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deinen Resub. Dankeschön. Wo sind wir eigentlich gerade? Salzburg? Nee. München? Sind wir schon in Bayern? Weiß ich gerade gar nicht. Nürnberg sind wir. Ah, okay. Hier geht's nach Feucht. Nach Feucht. Schau mal auf die Karte. Können wir ja mal machen. Wo sind wir denn gerade hier?
Aber oh, wir sind schon ein gutes Stück gefahren, ne? Von hier oben, hier schon durch, einmal quer. Jetzt fahren wir gleich aus Deutschland raus. Ist schon ein gutes Stück, was wir gefahren sind, ne? Fahren wir noch an Salzburg vorbei, an Innsbruck, Verona und dann sind wir schon in Bologna, Italien. Dann sind wir schon in Italien da unten. Und wir müssen bis runter nach Neapel an den Hafen fahren. Uff. Uff. Uff, uff, uff. Runter deine Stirn. Sag mal, Teach. Findest du das lustig? Bisschen. Dachte ich mir schon. Hältst du bei mir und lässt mich mitfahren? Ich dachte, ihr sitzt schon alle hier drinne. Nach Neapel ist noch nicht fertig. Nee, nee, nee. Nach Neapel geht's noch weiter. Auf. Was ist das nochmal für die Insel? Wie heißt die nochmal? Sizilien, dankeschön. Oder Korsika? Korsika oder Sizilien? Was ist es? Sardinien? Hä? Madeira? Ist nicht Sizilien? Dann ist es doch Korsika. Alles klar. Sardinien. Japan. Ja, irgendwie. Irgendwie sind wir gerade überall. Was hat denn jetzt hier schon wieder, Freunde? Helgoland. Ah, schön. Soll noch mal einer sagen, der Chat hat immer recht. Ja, okay. Boah, Junge, dann gib doch auch Stoff, Mensch. Was ist denn mit dir? Hier brennt. Oh, ne, hier brennt's nicht. Huch. Da ist im LKW die Ladung verrutscht. Spaghetti Fritz live. Dankeschön für deine 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Achtung, mobiler Blitzer in 100 Metern. Ja, fast. War eine Baustelle. Also nicht Baustelle, aber eine Unfallstelle. Eine, ja doch, war schon gesicherte Unfallstelle. Och, sag mal, Torin, bitte. Torin, raus, auf die stille Treppe. Mit dem nackten Arsch, die ist nämlich gefroren. Gesicherter Baustellenunfall. Oh, wir müssen hier raus. In der 1.4er wird München nicht mehr so aussehen. Nee, die haben das, die überarbeiten München, ne? Hab ich auch mitbekommen. Balkan Loco. Loco, 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 Balkan. Biomutant hat einen Release für den 25. Mai. Also noch ist es nicht draußen, ne? Noch ist es nicht draußen. Aber wäre schön. Wäre schön. Ist das eigentlich Open World? Auf Biomutant freue ich mich tatsächlich sehr. Wird hoffentlich ein richtig nices Rollenspiel. Auch wenn THQ so langsam mal vielleicht Sacred 4 ankündigen könnte. Schmackhaftes Sacred 4 und einen schönen Remaster vom ersten Teil.
die Mucke gerade zu dem Rennen hier. Und wir sind vorbei. Mich interessiert nur GTA, das Einzige, was ich auch selbst zocken würde. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Da kamen jetzt heute wieder Gerüchte auf, dass die GTA-Trilogie, GTA 3, GTA San Andreas, GTA Vice City angeblich für Xbox Series X und für PS5 remastered werden sollen. Angeblich. Waren kürzlich Gerüchte gewesen. Das wäre schon richtig krass auf jeden Fall. Ich hätte gerne Witcher 4, das wird noch lange dauern. Mikrobe, ja, fühle ich. Fühle ich sehr, hätte ich auch sehr Bock drauf. Aber da gibt es nur eins, einfach den dritten Teil weiterspielen, bis zur Vergasung. Einfach den dritten Teil weiter zocken. Da kommt ja auch ein HD-Update raus. Glaube ich, ne? Auch nochmal mit RTX Rework und sowas. Wenn die Entwickler dafür gerade Zeit haben, das weiß ich natürlich nicht. Die müssen das als ach so schlechte Cyberpunk überarbeiten. Ich hätte Lust auf ein neues Battlefield. Ende des Jahres. Ja, GTA 4 ignoriert. Was? Habe ich nicht gelesen. Schreib nochmal rein. Die Project-Aktie ist heute wieder gut gestiegen, ja. Kudos gehen raus an alle, die, als die Aktie so tief im Keller war nach einem Cyberpunk-Release, in dieser Situation investiert haben. Ihr habt alles richtig gemacht, glaubt mir. Ihr habt alles richtig gemacht. Lasst Cyberpunk Multiplayer mal erscheinen, lasst das Spiel fertig gepatcht sein und so weiter und so fort und lasst die mal Witcher 4 ankündigen. Alter. Die Aktie wird so dermaßen explodieren. Sag ich dir. Würde ich über ein GTA 4 Remaster freuen. GTA 4 Remaster freuen, auch wenn das ja viele nicht mochten. Tatsächlich würde ich das auch sehr feiern, ja. Würde ich auch sehr feiern. Ich mochte es auch sehr gerne. Ich mochte Witcher 4 auch sehr gerne. Mochte GTA 4 auch sehr gerne. Hab das gerne gespielt. Leider wenig Möglichkeiten innerhalb der Stadt. Ja, das war so ein bisschen schade. Man konnte relativ wenig machen, relativ wenig Nebenmissionen und sowas. Ja, Witcher 4, ja, ignoriere es einfach. Ignoriere einfach, was ich erzähle. Man konnte relativ wenig machen. Aber ansonsten geiles GTA auf jeden Fall. Geile Story. Geile Story. Ja, und die Todesschaukel natürlich, klar. Tobi spielt auch schon GTA 6. Ja, ja, klar. Dreimal durchgespielt. Wobei ich sagen muss, Nicolas Cage als GTA-Hauptcharakter fand ich jetzt nicht so geil. Hätte ich mir andere vorstellen können. Ich muss rüber. Ja, ich bin mal gespannt. Diablo 2 soll ja angeblich auch ein Remake bekommen. Da ist ja angeblich jetzt der Tony Hawk und Crash Bandicoot Remaster Entwickler dran. Die sollen ja wohl jetzt zu Blizzard kooperiert haben sozusagen. Oder wurden dorthin gesteckt oder whatever. Soll wohl ein Remaster kommen. Weil ich bin immer noch fest davon überzeugt. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwas hat mir heute den Blitzschlag gegeben, dass Ubisoft an Knights of the Old Republic 3 arbeitet. Irgendwas hat mir, irgendwas war, keine Ahnung.
Ohne Mist. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Aber dieses, weil sie geschrieben haben, Open World, Star Wars mit Rollenspielaspekten, BioWare ist gerade an Dragon Age dran. Es würde so gut passen einfach. Es würde so gut passen. Es würde passen. You Die Slow, dankeschön für 8 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Alundia, dankeschön auch an dich für 12 Monate. Ein ganzes Jahr dabei. Ich danke dir vielmals. Danke für alles. Ich hab zu danken. Ich hab zu danken. Ich hab zu danken. Ich hoffe, die verkacken es nicht so wie EA. Ach, wobei die Star Wars-Spiele von EA doch eigentlich ganz gut waren in der letzten Zeit, oder? Also das letzte Jedi-Spiel war ziemlich nice gewesen, was ich so mitbekommen habe. Da waren die Leute sehr positiv überrascht von. Und das Rogue Squadron, nee, wie hieß das? Das dieses Flugspiel da, dieses Weltraumschlachtspiel, war ja auch gut gewesen. Und ich glaube, Battlefront 2, klar, war gratis gewesen auf Epic Games, aber 19 Millionen Spieler, die sich das in die Bibliothek geholt haben. Davon, ich glaube, 4 Millionen neue aktive Spieler. Das spricht ja schon für Battlefront 2. Ich muss tanken. Einfach mal rüberziehen, gar kein Problem. Wir müssen auch schlafen schon wieder. So. Wirst du Cyberpunk spielen im Stream oder SLP, sobald das Next-Gen-Update für die Xbox Series... Oh Gott, Entschuldigung. Ich hab's gegen das Mikrofon gehauen. Sobald das Update draußen ist für Series X, werden wir das spielen. Oh. So, weiter geht's. Man hat ja einfach gar keine. Man hat aber gar keinen Beschleunigungsstreifen. WTF? Wie soll ich nicht auf die Autobahn wiederkommen? WTF? Jede scheiß Tankstelle hat einfach mindestens eine kleine Auffahrt. Abgesehen von dem Baxter Cyberpunk schon eine geile Story, absolut. Wobei ich sagen muss, ich habe keine, ich habe bei Cyberpunk in den 12 Stunden, die ich gespielt habe, ich hatte keinen einzigen Bug gehabt auf der Xbox. Keinen einzigen Absturz, keinen einzigen Bug, mal ein Shader flimmern oder sowas, aber meine Güte. Aber ich will damit nicht sagen, dass die anderen Leute, die sagen, es gibt Bugs und es stürzt ab, dass die lügen, ne? Nein. Ne? Aber ich kann nur von mir reden, ich hatte keine Bugs oder Fehler gehabt. Wie gesagt, soll nicht heißen, dass die anderen lügen. Hm? Fabian? Ja, Fabian. Ja, ich hab das extra so gesagt. Nee, kannst das Messer runternehmen? Nimm das Messer bitte weg. Danke. Ja. Ich mach noch ein bisschen weiter positive Promo. Ja, mach ich. Nein, wie gesagt, also ich hatte keine Fehler gehabt bis hierhin. Meiner Meinung nach hätte einfach nicht die Last Gen kommen dürfen. Mick Robe, bin ich absolut bei dir. Ich wäre noch weitergegangen, sag ich dir ganz ehrlich. Ich wäre noch weitergegangen. Ich hätte erstmal nur die PC-Version veröffentlicht. Einfach die PC-Version publishen und sich auf die erstmal konzentrieren. Und danach, so wie es Rockstar Games macht, einfach so wie Rockstar Games, nur umgekehrt, erst die PC-Version releasen, sich darauf konzentrieren, das Ding perfekt optimieren, dass es super läuft und währenddessen im Hintergrund nur für Next Gen entwickeln. Nur für die Next-Gen-Version. Das wäre am besten gewesen. Ohne Mist. Weil jetzt hast du auf der Xbox Series und auf der PS5 halt eine Version, die halt nicht Next-Gen ist. Ja, das ist keine Next-Generation-Version, sondern das ist einfach nur... Ja.
die andere Version nur halt eben ja, ein bisschen flüssiger. Sie hätten die Konsolenversion einfach komplett verschieben müssen. Das wäre am einfachsten gewesen. Fox, komm gut hin, fahr vorsichtig und bis gleich. Bin schon enttäuscht, dass Cyberpunk was nie für die 3DS rauskam. Ja, wart mal ab. Warum gibt es Skyrim eigentlich noch nicht für den 3DS? Das frage ich mich. Warum gibt es Skyrim nicht für den 3DS? Oder für die PlayStation Vita? Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Oder für die Switch? Na doch, für die Switch gibt's es ja. Ich möchte Skyrim auf meinem Corona-Test spielen. Sehr gut. Das Kranke ist unser Nachbar, ne? Unser Nachbar, habe ich ja schon mal erzählt, das ist ein kleiner Technik-Freak. Und der hat halt wirklich, der hat so einen Kühlschrank mit Bildschirm. Also dem sein Kühlschrank ist so ein doppeltüriger. Ich weiß gar nicht, von was von der Firma der ist. Das ist einfach, der hat halt einfach wirklich einen Kühlschrank, wo so ein gefühlt einfach so ein riesiges Tablet mit eingebaut ist, wo der so hin und her switchen kann. Der hat einfach der hat richtige Apps da drauf. Der hat da Spotify angemacht, die Boxen waren hammerkrass. Und der konnte auch Games drauf zocken und Sky gucken und sowas, ne? Also richtig krass. Richtig krass einfach. Voll das Teil, weißt du? Richtig krass. Und ich könnte mir safe vorstellen, der könnte locker auch Skyrim abspielen. Der Kühlschrank. Locker. Locker. Der GGG-Punkt. Dankeschön für 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Tobi, du geile Sau. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für 6 Monate. Dankeschön. Und auch an Absalom 1985. Dankeschön auch an dich für 3 Monate. Schankedön, Schankedön. Auf deinen Nacken. Vielen, vielen Dank. Was? Hat jemand tatsächlich Doom 1 auf dem Schwangertest zum Laufen gebracht? WTF. Bormus, woher weißt du das? Warst du das? Guck mal, so eine schöne Strecke hier gerade. Ach, guck mal, ein bisschen genießen hier. Ach, wie toll. Natur. Ist so schön, gell, in der Natur. Schöne Natur. Schöne Natur haben wir hier. Genau, ich spiele mit Lenkrad und Gaspedals, genau. Also mit Gaspedal und Lenkrad. Nein, der Tunnel. Ich kann so nicht mehr fahren, das geht nicht. Wenn es geradeaus geht, ist kein Ding, aber... So geht's nicht. Wo fährst du gerade rum? Wir sind, für alle, die vorhin nicht dabei waren, wir fahren eine Riesentour. Wirklich eine riesengroße Tour. Wir fahren. Wir sind hier oben gestartet in Kalmar. Ja, hier in Kalmar. Und fahren von Kalmar über Rostock, über Berlin, Leipzig, Nürnberg, München, Innsbruck, Verona, Bologna, Florenz, Rom nach Neapel an den Hafen. Und fahren dann hier drüben nach Olbia. Jawohl. Halt die Hupe im Tunnel.
Glaub nicht. Nicht wirklich, ne? Also es ist eine Riesentour, die 3200 Kilometer lang ist. Ein Riesending. Sind wir noch nie gefahren, so eine große Tour. Riesentour. Drache 1988. Ich muss gerade die Spur wechseln, die fahren wir, die schleichen mir schon wieder zu sehr. Leider ohne Dontio, aber danke für deine Streams. Zum Feierabend immer wieder ein Balsam für die Seele. Entspannung pur, game unabhängig. Dafür einfach danke. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Drache 88, ich danke dir vielmals für deine warmen Worte und freut mich, wenn ich dir den Feierabend ein bisschen entspannter gestalten kann. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön für die warmen Worte. Wirklich. Vor allem das Game unabhängig finde ich toll. Das ist das größte Lob. Oder das größte Kompliment, was man einem Streamer machen kann. Ist einfach so. Wenn du wirklich sagst, Game unabhängig, den Typen kann ich mir immer geben. Ist das für einen Streamer das beste Kompliment, das du ihm machen kannst? Ist aber so. Oh, hier darf man nur 70 fahren. Ist auch ganz schön eng hier gerade, ne? Hey, ich bin doch gerade am Runterbremsen. Hier ist schon wieder 100! So ekelhaft, ne? Das ist wirklich Abzocke. Was, da kannst du ja jetzt Sex mit Stalin anmachen. Weißt du, was ist? Wir haben zwei Geburtstagskinder. Alina 2701. Ah, Alina hat Geburt. Oh, was? Und Lieschen 97. Ach, hör doch auf. Ja, kranke Scheiße. Alles, alles Gute zum Geburtstag euch beiden. Happy Birthday an dieser Stelle. Stellt euch jetzt einfach vor, wir würden heute ist Geburtstag hören. Gedanklich. Singt es einfach mit. Alles, alles Gute zum Geburtstag, ihr beiden. Herzlichen Glückwunsch und ganz viel Gesundheit und ganz viel Glück vor allem. Ja, macht euch heute einen schönen Tag auf jeden Fall. So gut es eben mit Corinna geht, ne? So gut es eben mit Corinna geht. Weiß nicht, ob ihr eher so die Partykönige seid. Oder eher nicht so. Aber mit Corinna ist das halt im Moment eher schwierig. Wo ist das Geburtstags-Emoji? Stimmt, wir bräuchten echt mal ein Geburtstags-Emoji, ne? Das bräuchten wir halt wirklich mal. Blitzer, Blitzer, Vorsicht, Blitzer! Blitzer aus Nizza. Und hier habe ich das mit dem Corinna, also. Meine Klienten gucken immer komisch bei dem Namen. Ah, Corinna halt, ne? Corinna, die dumme Sau. Soll mal abhauen. Ich hoffe, jetzt hier im Chat heißt jetzt keiner Corinna. Fühlt euch bitte nicht angesprochen, wenn ihr Corinna heißt, ne? Ich meine nicht euch. Ihr dürft gerne bleiben. Sind gar viel Hanuta-Packung und Dose DLCs oder Mods? Oh, das ist eine gute... Es sind Mods. Es sind Mods. Es sind Mods. Ja, ja. Das sind Modifikationen, das ist kein, das ist nicht Vanilla immer. Das ist nicht Vanilla. Ich weiß nicht, ich glaube Cabin-Accessoires, musst du mal gucken. Oder sind das, oder ist das doch eine Mod? Ist das eine Mod oder ist das ein DLC? Weiß das einer von euch da draußen im Chat gerade?
Cabin Accessoires? Nee, doch, es ist, glaube ich, eine Mod. Aber du brauchst für diese Mod Cabin Accessoires. Den DLC. Da gibt es einen DLC, aber du brauchst diese Mod. Du brauchst dieses DLC für das, für die Mod. So war das gewesen. Das Schoko-Hanuta auch viel lieber? Das Brownie-Hanuta? Nee, das schmeckt nicht so gut. Also, das schmeckt mir nicht so gut. Also, das schmeckt mir, da fehlt mir die Nuss, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fehlt mir die Nuss vom Hanuta. Irgendwie. Ich meine, die sind nicht schlecht, ne? Aber irgendwie fehlt mir das Nussige. Was nutzt du als Rad und Pedale? Also Empfehlung, Ausrufezeichen Lenkrad, glaube ich. Müsste Ausrufezeichen Lenkrad sein, da kriegst du Informationen. Genau, der Gold mit seinem Jungen hat schon gepostet. Perfekt. Und der Perry Rowe dann auch nochmal. Jetzt macht's wieder jeder gecheckt. Jetzt gehe ich aber schlafen. Vielen Dank euch allen. Lieschen, schlaf gut. Gute Nacht und einen wunderschönen Tag gewünscht an dieser Stelle. Einen wunderschönen Tag gewünscht. Am Wochenende gibt es ein bisschen Online-Spiele-Party. Ja, easy, easy, easy. Ich sag ja, wir als Gamer, wir haben mit Corona überhaupt keine Probleme. Überhaupt nicht. Für mich hat sich auch nichts geändert. Ich bin ein Stubenhockerkind und ich werde es auch immer bleiben. Ist aber so. Deswegen sagt es sich von mir auch immer leicht zu sagen, ja, mein Gott, warum kriegen die das denn nicht hin, zu Hause zu bleiben? Oder warum kriegen die es denn immer hin, nicht irgendwie Kontakte zu meiden oder sowas? Ne? Das ist halt für mich ist das Einfachste der Welt. Meine besten Kontakte, die ich habe, gut, klar, Freundin, die Mutter und die Hunde, beziehungsweise der Hund ja nur noch. Und halt, ansonsten sind meine besten Kontakte, die ich habe, über Teamspeak, über online. Ja. Weder Teamspeak oder halt Chat, hier im Stream. Also, ich sag, für mich hat sich da überhaupt nichts geändert. So, ich muss mal hier rüber. Oh Gott, meine Rücken. Oh, meine Rücken. Oh, oh Gott. Oh. Oh, hier ist 60. Landobar, danke schön für 26 Monate. Vielen, vielen Dank. Dein Flur darfst du nicht vergessen. Im Flur habe ich ja keine Treffen. Ich empfange im Flur ja niemanden. Das ist ja mein Flur. Das ist ja mein Flur. Ja. Boah. Junge. Ja, was machst du denn da jetzt? Lässt du uns rüberfahren oder was? Bist du bescheuert oder dann fahr doch, Junge. Jetzt wechselte die Spur. Pissbirne. Hätte es vorbeikommen können. Ja, rechts über den Standstreifen oder was? Ja, das ist halt echt scheiße, dass die Auffahrten hier so kurz sind, ne? Ich bin echt froh, wenn die das reworken und dann, dass das vielleicht ein bisschen besser wird. Weil die Auffahrten hier sind eine Katastrophe. Katastrophal sind die. Gar nicht.
ist nach der Tour Feierabend, da hast du was anderes geplant. Na gut, ich denke mal, die Tour 1300 Kilometer. Da werden wir 1 Uhr wahrscheinlich irgendwie in den Dreh haben, 1, 2 und dann werden wir auch Feierabend machen. Dann. Tatsächlich. Ich meine, ein bisschen fahren wir ja sowieso noch. Weißt du, das ist ein Tier zu verlieren? Ah, danke dir, danke dir. Danke dir. Ich danke dir. Ja, Zeit heilt Wunden. Ist einfach so. Was schlimm, sag ich mal, war, dass das innerhalb von 18, 19 Stunden ging. Ja, also Tag davor noch alles in Ordnung. Morgens stehst du auf und dann einfach wie eine andere Welt, wie ein Traum einfach, weißt du? Als würde dir einer mit dem Hammer auf den Kopf hauen die ganze Zeit. Und du bist einfach in so einem Trance-Ding, so, weißt du? Aber gut, ist halt wie es ist. Ist wie es ist. Machst du nichts draus. Wenigstens schmerzlos von der Welt gegangen. Ja, einigermaßen, glaube ich. Einigermaßen. Einigermaßen. Wir sind im Nachhinein froh, dass wir die Entscheidung getroffen haben, sie zu erlösen, sag ich mal. Weil wir hätten natürlich noch MRT machen können. Wir hätten noch verschiedene Medikamente probieren können. Hast du nicht gesehen, hast du nicht gesehen. Aber ganz ehrlich, nein. Das war von Anfang an für uns klar, dass wir das nicht machen, auch wenn es hart war. Aber wir konnten uns alle von ihr verabschieden. Und das war wichtig. Auch Hazel konnte sich verabschieden. Und dementsprechend war das besser so, auf jeden Fall. War das besser so. Wir gehen nach wie vor davon aus, also von allen, die wir das jetzt erzählt haben, Leute, die Tiererfahrung haben, Tierärzte und so weiter und so fort, die haben alle gesagt, es war die richtige Entscheidung, auf jeden Fall. Und dass es wahrscheinlich irgendwas Tumorartiges im Kopf oder vielleicht auch im Magenbereich gewesen sein könnte. Mal gucken. Das wäre rauszögern gewesen. Ja, und das möchte ich dem Tier nicht antun. Ganz ehrlich, was ist das für ein Leben? Wir hätten nicht mehr richtig Gassi gehen können, weil jederzeit hätte so ein Anfall kommen können. Wir hätten... Ach, das ist eine eigene Abfahrt. Wir hätten nichts mehr richtig machen können. Ja. Nichts mehr. Der Hund hätte keinen Spaß mehr gehabt. Der Hund hätte nie wieder alleine bleiben können. Hast du nicht gesehen. Das ist nicht... Das geht nicht. Er ist einfach besser so. Wie macht sich Hazel momentan? Perry... Pff, ja. Hier und da gibt es... Es gibt, sag ich mal, gute und schlechte Tage. Es gibt gute und schlechte Tage, sag ich mal. Aber soweit kommt sie, glaube ich, mit der Situation ganz gut klar. Wichtig war, dass sie sich verabschieden konnte. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Und jetzt mal gucken. Also wir haben schon so ein bisschen geguckt, aber momentan während Corona einen Hund zu bekommen, ist einfach ultra schwierig. Die Leute kaufen sich Hunde, Tiere gerade aktuell. Hier bei uns die Tierheime sind komplett leer. Du hast da aktuell keine Hunde mehr, die zu vermitteln sind. Keine Hunde mehr. Nichts mehr. Die Leute kaufen sich während Corona, während Lockdown und so scheinbar ganz viele Hunde und Tiere. Und ich frage mich halt, was passiert, wenn Lockdown und Homeoffice vorbei sind? Ja, das frage ich mich dann halt einfach, weißt du? Was passiert mit den Tieren dann? Wir haben jetzt einen, also Hazel liebt Golden Retriever. Ja, ihre zwei besten Freundin kann man das bei Hunden, ja doch kann man schon sagen, ne? Beste Freunde quasi sind zwei Golden Retriever aus der amerikanischen Zucht und wir haben bei dem Hundeschutzverein, bei dem Retriever-Verein, bei Retriever Soko, wo wir damals auch bei, wo wir damals die Hazel herbekommen haben, haben wir jetzt eine Goldie-Hündin gefunden, die ist 1,5 Jahre alt. Und da hätten wir gerne mal geguckt, ob man sich darauf vielleicht mal irgendwie bewerben kann, ob man da mal irgendwie ein Treffen vielleicht irgendwie organisieren kann. Ja, mal gucken. Mal gucken. Aber ich glaube schon, dass Hazel auf jeden Fall für noch einen zweiten Weggefährten braucht. Ich glaube schon. Also sie ist das gewohnt, von Anfang an 5 Jahre lang gewesen. Und sie fühlt sich halt jetzt, wie ich das Bild auf Twitter gepostet habe, genauso. Genauso. Beim Gassi gehen, also... Ich glaube, ein zweiter Weggefährte für sie wäre schon eine coole Sache, glaube ich. Ich glaube, da wird die sich auf jeden Fall freuen. Aber wir müssen halt gucken, mit wem es geht. Ne? Es kommt halt nicht mit allem klar.
Das ist klar. Und akzeptiert sie jetzt einen zweiten Hund halt auch? Das weißt du halt auch nicht, ne? Das weißt du nicht. Rache, das habe ich, ich habe es gelesen, Drache. Das klingt auch, das geht halt immer so schnell. Also beim Menschen kannst du sagen, der fühlt sich halt manchmal komisch. Klar, da gibt es auch plötzliche Todesfälle, Herzinfarkt über Nacht oder sowas. Aber bei einem Hund, der sagt dir halt nicht, oh du, ich habe Kopfschmerzen, irgendwas ist da falsch oder irgendwas passiert da oder oh, ich glaube, ich krieg, was weiß ich, irgendwie einen Anfall oder irgendwas. Ne? Mit so einem Tier, das redet halt nicht mit dir. Das macht es dann halt, immer so, plötzlich halt irgendwie, ne? Ja. Maultaschensuppe. Maultaschensuppe. Dankeschön für deine 5 Monate Prime. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Gut, dass ich mein Fläschchen hier auf Tisch. Vielleicht einen kleinen Hund zum Aufpassen besorgen, die sind wahrscheinlich noch schwerer zu finden. Ja, Welpen kriegst du im Moment gar nicht. Welpen ist komplett überhaupt nicht. Welpen sind überhaupt nicht zu kriegen im Moment. Das kannst du komplett vergessen aktuell. Wurfplanungen teilweise bis 2022 komplett ausgebucht. Wartelisten von teilweise bei Züchtern von 200, 300 Leuten. Und ich hoffe halt einfach mal, dass diese Züchter. Richtig, dass diese. Es wird viele Züchter geben, die halt die Hunde einfach richtig wie so eine Mastmaschine einfach die Babys werfen lassen. Ich hoffe, dass da eingeschritten wird, weil das ist halt echt. Das geht halt gar nicht. Das geht halt wirklich nicht. Der Hund hatte epileptische Anfälle, das war so schrecklich, weil wir nichts machen konnten, ja. Ja. Und so ähnlich war das bei Amy auch gewesen. Das waren auch wie so eine Art epileptische Anfälle. Und da machst du halt gar nichts. Da kannst du nichts machen. Da kannst du nichts machen. Und wir, und das habe ich ganz klar gesagt, sie hatte 4 von diesen epileptischen Anfällen, die immer schlimmer wurden. 4 Stück innerhalb 18 Stunden. Wenn ein Hund neu epileptische Anfälle bekommt, sind 4 Stück innerhalb von 18 Stunden zu viel. Vor allem, wenn die immer härter wurden, komme ich da rein, weil die halt immer schlimmer wurden. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass der Hund bei uns zu Hause im Wohnzimmer elendig verreckt. Ich glaube, ich komme hier nicht rein. Ich tanke mal eben schnell und fahre wieder raus. Warum nicht im Tierheim schauen? Die Tierheime sind leer. bei uns die Tierheime, die wir hier haben, da ist nichts. Es gibt hier aktuell keine Tiere im Tierheim. Also keine Hunde. Zur Vermittlung. Komme ich da vorne vorbei? Nee, das ist ein Blumenkasten. Oh. Schicke den Blumenkasten. Jo, passt. So. Okay. Oh, ich bin am Rastplatz vorbeigefahren. Scheiße. Ja, da hilft nur eins, ne? You spin me right round, round, right round. Oh, kommen wir hier rum? Oh. Der nimmt mir jetzt bestimmt den Parkplatz weg. Ob wir hier rumkommen, weiß ich nicht. Oh, das wird schwierig, Freunde. Ich glaube, wir schaffen das nicht da rum. Kann das sein? Nein, Aufliegerschaden, scheiße. Fuck. Okay, warte, pass auf. Andere Geschichte. Das wird sehr schwierig, aber wir kriegen das hin.
Du wartest da vorne. Ich muss doch jetzt warten. Bist du blind und auch noch blöd? Huch! Was ist das? Oh, das ist mein Auflieger. Hä, was ist mit dem passiert? Oh, der klebt. Kann das sein, dass der... Oh. Okay, ich stelle mich hier erstmal hin und schlaf. So. Ich stelle dich erstmal ab und schlaf. So. Weiter geht's. In die nächste Runde. So, jetzt müssen wir schnell wieder ansatteln, weiterfahren, weil wir verlieren Zeit gerade, ne? Das ist natürlich nicht so geil. So. So, Freunde. Geht weiter, geht weiter, geht weiter. Ist doch fast nichts passiert. Wir müssen jetzt einfach nur ein bisschen schneller fahren, dann passt das schon. Junge, 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 leck mich doch am Arsch, ey. Aus dem Weg, ich komm. Puh. Wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen aufholen. Wir fahren jetzt mal eine Runde 110 gerade. Das soll wieder ein bisschen Zeit gut machen. Kann sein, dass wir das ein oder andere Bußgeld kassieren, aber scheiß drauf. Passt schon. Autobahn ist ja frei, da kommt ja gerade keiner. Kriegst ja genug, ja eben. Da können wir mal gucken, wenn wir auf der Insel da unten sind, ne? Auf Sizilien, Sardinien, Japan, Korsika. Können wir ja mal gucken, dass wir uns vielleicht noch da unten den einen oder anderen Mitarbeiter holen. Weil soweit ich mich erinnern kann, fliegendes Mettbrötchen followed jetzt. Fliegendes Mettbrötchen, Alter, geil. Ich meine, wir haben da unten damals eine Garage gekauft, oder? Ich dachte, wir hätten eine Garage gekauft da unten. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass wir jetzt 4% Aufliegerschaden haben, ne? Das ist scheiße. Das ärgert mich ein bisschen. Aber egal. Ich glaube, 4% ist nicht so schlimm. Ich glaube, 4% ist nicht so schlimm. Mehr als 4%? Nee. Nee, 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 nee. Der LKW hat 7 und der Auflieger hat 4. Das geht noch. Das ist noch alles im Rahmen. Truckers MP gibt aber auch Mods dafür. Ich fände es geil, wenn es einen Sprinter, wenn es so einen Sprinter-Simulator gibt. Das wäre geil. Das wäre mega cool, dass du quasi noch so ein Nebengewerbe aufbauen kannst mit Sprinter. Das wäre geil. So, wo ist das Telepass? Hier, bleiben wir hier. Hier drüben einfach durchbrettern.
Jo, 132 Euro. Gibt es eine Mod, da kann man Sprinter fahren? Ja, aber es gibt dann keine Aufträge, oder? Oder gibt es da dann auch so, gibt es dann auch Aufträge dafür? Official Alex Gerlach. Nein, alles gut. Ich habe das schon verstanden. Ich habe das schon verstanden. Alles gut. Alles gut. Ich habe das schon. Ich habe das schon mitbekommen. Ich habe das schon mitbekommen. Sunny Bunny, danke schön für deine 11 Monate. Vielen, vielen Dank. Sunny Bunny, ich danke dir. Ich hoffe, WoW macht Spaß. Weiß eigentlich jemand, ob der Fernseher bei Wald-Dingens ankam? Ich glaube, da muss ich den Filmer, glaube ich, fragen. Ob der Fernseher bei dem Gewinnerpärchen damals ankam. Muss ich mal fragen. Vielleicht kam der an. Sobald Alaska Truck Simulator geben. Oh, ich muss mal abbremsen, weil ich muss rüber. Ja, der soll ja eigentlich ganz nice werden, ne? Weil der so ein bisschen rollenspielmäßig aufgebaut sein wird. Wandereule, genau, nicht Wandereule. Wie komme ich auf Wächtereule? Wandereule, ja, muss ich mal fragen. Muss ich mal fragen. So, wir sind das erste Mal dreistellig von den Kilometern her. Ja, warum bremst du denn so? Altstationi! So, Telepass, da wollen wir hin. So, hier, Telepass. Hier kann man, glaube ich, durchfahren, ne? Ach nee, mit Schranke, aber kann man durchfahren, wenn man langsam fährt. Ach, die Schranke hoch. Beim Ziel in Italien? Nee. Wir sind. Ich weiß gar nicht, wo. Ich glaube. Wo sind denn wir gerade? Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Nächster kann man zwei Sprinter fahren und einen Frachtauftrag machen. Aber bei Fracht gibt es doch dann. Also bei Sprinter, da hast du ja keinen Anhänger. Muss wahrscheinlich noch eine extra Mod, wahrscheinlich eine extra Mod noch installieren, ne? Alles unter 18 Litern ist asozial.
Ardena. Oh, wir sind auf der richtigen Straße nach Napoli. Oh, guck mal, der hat den gleichen Truck wie wir da drauf. Moin, Digi! Ich fahr auch so ein Ding! Dann Texil, dankeschön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Brumm. 900 Kilometer haben wir noch. Casino sind wir hier gerade. Casino. Hier geht's ins Casino, guck mal. Eben auf den 50er runterdrücken. Kriegen ja gleich 122k. Willst du dein Geburtstags-Emoji sehen? Ist fertig. Sag mal, Torin, hast du jetzt ein Geburtstags-Emoji gemacht? Was ist denn mit dir los? Das musst du doch nicht machen. Du kannst ja Geld für nehmen. Boy. Kannst du mir gerne auf Discord schicken, wenn du. Sind wir bei Discord verknüpft? Ja, dann kannst du es entweder da rein schicken oder ich schick dir mal eine private Freundschaftsanfrage. Vielleicht machen wir das einfach mal so. Dann kannst du mir das da schicken. Können wir auch machen. Flü, 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 flü. La, la. Ich hoffe, wir kommen noch an dem LKW vorbei, bevor die Abfahrt jetzt gleich kommt. Klappt. Baumes, ich grüße dich. Baumes. Oh, mein Arsch tut weh, ne? Junge, 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 das glaubst du nicht. Oh, Junge, Junge, Junge. Nachher erstmal wieder vorm Bett stehen. Was ich in den Modchat gepackt habe, bitte erst nach dem Stream angucken. Okay, Boom, ist alles klar. Hast du wieder anzügliche Bilder von dir gemacht? Ah ja, okay. Oder weil du sagst, erst nach dem Stream angucken, ist da vielleicht auch ein Video dabei? Fährst du danach noch eine Tour? Nee. Nee. Wir fahren die noch zu Ende, denke ich mal. Das dauert ja eh noch einen Moment. Und dann, war's das. Nur in der Ausnahme, dass wir auf der Insel selber noch eine kleine Tour haben, dass wir uns die Insel noch ein bisschen angucken können. Das wäre was anderes. So eine kleine Minifahrt. Das wäre was anderes. Ich glaube, wir haben genug Zeit aufgeholt. Ich beschleunige mal wieder oder entschleunige mal wieder zurück auf 80. Ich muss mich auch ein bisschen vorbeugen, ne? Ah. Oh Gott, Junge. Oh. My ass hurts. Hurts? Der Butt hurt. My butt hurts. Also eigentlich mit 800, mit 108 km/h. Wir mussten ein bisschen Zeit aufholen, weil wir gerade an der Raststätte so viel verpeilt haben. Weil Fox wieder nicht rangekommen ist, ne? Der war wieder unterwegs hier bei, der war wieder unterwegs am Faxeregal. Kam wieder nicht ran. Haben wir wieder Zeit verplempert. km/h,
So fühlt es an, wenn man alt wird. Wir müssen nach Napoli. Süß. Ich darf nicht so ruckartige Bewegungen, glaube ich, mit dem riesen Ding da hinten auf dem Rücken machen. So, hier wieder eine Altstazione. Stazione. Mi amore. Wo ist Telepass? Telepass, 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 Telepass. Oh. Liquid Games Smoker. Dankeschön für deine 5 Euro. Tolle Streams und tolle Witze auf YouTube. Macht immer wieder Spaß, dir zuzuschauen. Ich danke dir vielmals. Dankeschön für das Feedback. Und Dankeschön natürlich auch für deine 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich muss hier lang. Und das ist wieder diese Kreisel, wo man nichts sieht. Challenge Time. Glück gehabt. Mit denjenigen, der da vielleicht runtergefahren gekommen wäre. Alkohol am Steuer? Nein, das ist Wasser. Es ist der Water. Trinkst du etwa während der Fahrt Bier? Nein, das ist Wasser. Oh, da vorne kommen gleich die Dings. Die, na? Wir sind gleich am Hafen. Oh, das Schild nehmen wir mit. Zahle später. Huch. Warte, warte, warte. Reifen vom Hinterrad ist gerade geplatzt. Was für eine Auf-, was für eine Action? Hä? Von deinem Auto? Oder was? Ach, vom Fahrrad. Ach so. Kann man denn nur Fahrrad fahren? Fox, merkst du es denn selber oder was? Ich hab's versprochen. Wem? So, wo muss ich? Hier nicht rechts, ne? Die nächste. Meiner Familie. Ach so, okay. Ja gut, okay. Dann kann ich das verstehen. Aber im Winter? Im Winter doch nicht. Winter ist doch kalt. Also, schöner Hafen hier in Napoli, ne? Ich glaube, wir waren hier schon mal. Ach, nö, nicht das Lied jetzt. Ab auf die Fähre! Fähre! So, wir müssen nach... Wo müssen wir denn hin? Palermo? Nee, nach Cagliari. Cagliari. Let's go. Da schreckt man erstmal, wenn das 100 Kilometer, was, wenn das 1 Kilometer vom Zuhause, ja, das glaube ich wohl. Ist halt auch unnötig, ne? Jetzt kannst du morgen Fahrradschlauch kaufen gehen oder was? Oder neues, komplett neues Hinterrad sogar. Stehst du auf Metall?
Nee, wir haben Holzboden, also Vinyl. Nee, also ich finde Metal ist ganz angenehm. Oh Gott, Entschuldigung. Also Metal kann man sich schon geben. Welches Mikrofon hast du jetzt und warum hast du dein Headset nicht mehr? Weil das DBX Mic Preamp kaputt gegangen ist. Es ist nicht das Mikrofon kaputt gegangen. Also das Headset geht noch, das funktioniert, das liegt hier hinten im Karton. Neues Mic hat hier der Golmitzer Jung gerade gepostet. Und ja, wie gesagt, das DBX ist am Arsch, der Mikrofon Preamp. Und aktuell weiß ich jetzt auch nicht, was ich mir da als Ersatz kaufen soll, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir müssen mal einen kleinen Abstecher machen. Aber nee, wir fahren mal weiter geradeaus. Ich weiß nicht, wie das mit der Zeit aussieht. Sonst hätten wir kurz das Fragezeichen da aufdecken können. Darf ich noch? Aber wir fahren mal weiter geradeaus jetzt. Was hältst du von diversen deutschen Bands, zum Beispiel Rammstein? Rammstein hat den einen oder anderen coolen Song, muss ich sagen. Rammstein hat den einen oder anderen sehr geilen Song. So, was ist hier jetzt los, Freunde? Hat den einen oder anderen sehr geilen Song. Metallica höre ich auch sehr gerne, tatsächlich. Lustig finde ich immer die Leute, die sagen, Rammstein wäre eine Rechtsrockband. Das finde ich immer sehr lustig. Auch bei dem Deutschlandlied damals fand ich das sehr interessant. Die Theorien, die da aufgestellt wurden, das wäre ja alles rechts, ne, alles rechts, rechte Musik, rechte Band. Wenn eine Band nicht rechts ist, dann ist es Rammstein. Dafür müsste man aber mal den Song genauer hören und sich mal ein bisschen ein Bild von dem Song genau machen. Ja. Weil eigentlich ist dieser Song, das Deutschlandlied, ist eine Kritik an diesem Land. Ja. Eigentlich ist es eine Kritik. Es ist an sich schon ein Liebeslied an Deutschland, aber an sich eigentlich eine ziemliche Kritik, sag ich mal, an der Geschichte von Deutschland. Aber dafür müsste man halt die Texte lesen. Und verstehen. Ja, also. Naja. Ist halt eher schwierig. Also wie gesagt, Rammstein kann man sich den einen oder anderen Song auf jeden Fall geben. Metallica höre ich sehr gerne nach wie vor. Metallica höre ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Ah, ansonsten höre ich immer mal querbeet alles durch irgendwie, was so mit Metal zu tun hat. Nothing Else Matters zum Beispiel, ja, auf jeden Fall. Sehr geiler Song. Freiwild ist weniger was für mich, nee. Also so deutsche Metal-Bands, sage ich ganz ehrlich, da ist jetzt Rammstein so wirklich das oberste der Gefühle. Ansonsten deutsche Bands ist nicht so meins. Sabaton ist hammermäßig. Ich liebe Sabaton. Sabaton macht auch sehr geile Musik. Enter the Sandman auch sehr, sehr geil, ja. Ja, aber Sabaton ist auch geil, auf jeden Fall. Sehr, sehr nice Band. Geile Songs. Der Christian, Dankeschön für 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Vollbeat auch sehr gut. Vollbeat gefällt mir auch sehr gut tatsächlich. Ist, glaube ich, ist das die dänische Band? Dänen sind das, glaube ich, ne? Ich glaube, es sind Dänen, oder? Vollbeat? Meine ja. Gefallen mir auch sehr gut. Ja, genau. Ne, also die machen schon, sind schon einige geile Bands dabei. Wie gesagt, jetzt so deutsche Freiwild und was es da nicht alles gibt, keine Ahnung, böse Onkels gehören die auch dazu, ich weiß es nicht. Das ist nicht so meins, tatsächlich, das ist nicht so meins. Musst du nicht mal tanken? Nö, alles gut. Oben rechts über der Karte, wo die Stundenanzahl steht, siehst du den Tank, der ist noch voll bis oben hin. Wildocker Herzburm. Ja. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich.
Doch, wir müssen tanken. Fox, wir hatten vorhin eine riesen Odyssee an der Tankstelle gehabt. Du hättest vorhin locker tanken gehen können. Also du hättest vorhin, zwei Stunden, Faxe kaufen gehen können. Das war eine Odyssee. Ich bin an einer, ach, du guckst ja einfach ran. Ich musste dann rückwärts die Einfahrt durch. Die Amigos sind ein heimlicher Schwarm. Leckerdon, dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Dankeschön. Hui. Hast du die Songs von Fozzy gehört? Die Band von Chris Jericho? Ja. Ja. Das letzte Lied, Jesus hieß das, glaube ich, ne? Hieß das Jesus? Oder irgendwie sowas in die Richtung? Irgendwie, das war irgendein Theme-Song von irgendeinem WWE-Pay-Per-View. Geile, Fozzy allgemein, geile Band. Judas. No offense an dieser Stelle, ja. Keine religiöse Offensive an dieser Stelle. Ja. Keine religiöse Offensive. Ich hab nichts gesagt. Aber Judas war das, genau. Geiles Lied. Sehr geiles Lied. Noch geile Band auf jeden Fall. Finde ich richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Sein Entrance-Team bei der AEW. Ah, okay. Ich habe schon AEW schon ewig nicht mehr geguckt. Tatsächlich. Müsste mal wieder reingucken. So, noch 100 Kilometer. Wir sind gleich im zweistelligen Kilometerbereich. Dann haben wir es geschafft. Wie lange sind wir am Ende gefahren? Boah, fast über 2 Stunden, ne? 2,5 Stunden ungefähr? Ungefähr 2,5 Stunden, das ist krass. Das ist krass. Passi 1928, was war das? Ich habe nicht viele Freunde. Danke, Tobi, dass du diese Streams machst und mich immer wieder, wenn du streamst, wie Erik mich glücklich machst. Passi, das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Dafür haben wir doch den Chat. Dafür haben wir den Chat. Fühl dich hier wie zu Hause. Mama. Fühl dich hier wie zu Hause und Dankeschön für die warmen Worte, wirklich. Freut mich, dass ich dir das Leben ein bisschen einfacher machen kann und dass ich dich vor allem unterhalten kann. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Hast du eine neue Doku-Empfehlung? Oh, Fox, ja, 2 Stück tatsächlich. Ich muss gleich mal im Netflix gucken. Ich habe das auf die Liste gesetzt. Die eine habe ich schon ein Stück geguckt. Das eine ist Mafia New York oder sowas. Mafia New York? Ich guck gleich mal, wie das hieß. Okay, was ist hier los? Wow. Alter, steht einfach quer auf der Straße. WTF. Der steht einfach, als wäre das nichts gewesen, ey. Was ist mit ihm? Hätte ich sein können. Warte mal, ich versuche mal gerade hier nebenbei... So, da kommt noch eine Tankstelle, aber brauchen wir jetzt nicht, ne? Brauchen wir nicht, wir sind ja eh gleich da. Fährst du gleich noch zurück? Nein, ich glaube nicht.
So, also einmal Fox, folgende Empfehlung auf Netflix, Night Stalker. Auf der Jagd nach einem Serienmörder. Das ist sehr gut, das habe ich schon ein Stück geguckt. Ja, das ist wirklich sehr, sehr nice. Night Stalker. Und, warte, wenn ich um die Kurve rum bin. Und das andere... Ja klar, Ted Bundy, ne, ist auch klar. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Wo war denn das mit den... Wo war denn das mit den... mit der Mafia? Huch. Rug Lords? Ne, das ist es nicht. Crack? Oh, das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Entschuldigung. Hier, der Yorkshire Ripper. Der Yorkshire Ripper, auch sehr, sehr gut. Ja, da geht es um den Ripper. Auch eine sehr interessante Serie. Ja, also Mini-Doku ist das. Oder Doku-Serie. Wo ist das denn mit dem Mafia-Dings nochmal? American Murders? Ne, das ist es nicht. Ich guck gleich mal, wenn wir stehen, wie das nochmal hieß. Night Stalker mega gut, habe ich gestern fertig geschaut. Echt? Ich habe es noch nicht komplett fertig geschaut. Aber das ist mega gut, das habe ich schon in der ersten Folge hab ich schon gesehen. Und wie gesagt, dann gibt's noch sowas mit Mafia. Mit New York und Mafia, wie die Mafia damals New York quasi unsicher gemacht hat. Guck mal hier wieder, können wir ein bisschen outside gucken hier. Erster Aufenthalt in Olbia. Ne, können wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Guck mal, wie schön das hier ist, nicht? Ach, ist das herrlich. Da könntest du doch jetzt Urlaub machen, oder? Hier jetzt mal einen fetten Urlaub. Ach, wie toll. Schön. Kann man auch gerne mal ein bisschen langsamer fahren. Hier mit Palmen. Kannst du dir einen vor der Palme wedeln? Moin. Statt der Angst, New York gegen die Mafia. Genau. Was Enrique schreibt. Ja. So hieß das. Statt der Angst, New York gegen die Mafia. So hieß das. Auch sehr interessant. Nee, falscher. Und dann habe ich letztens tatsächlich noch Dingens hier geguckt. Das war auch super interesting gewesen. Ich gucke aber gleich nochmal, wie das heißt. Das war irgendwie, glaube ich, die gesuchtesten Schwerverbrecher der Welt oder sowas. Ach, guck mal, da fährt eh gerade ein Zug lang. Warte. Hier, die meistgesuchten Verbrecher der Welt. Auch sehr interessant. Da geht es unter anderem um... Semyon Moglevich. Das ist so ein russischer Mafia-Typ. Und auch um... Felicien Kabuga. Auch sehr interessant, muss ich sagen. Wobei ich sagen muss, bei diesem Felicien Kabuga, bei diesem Typen, der hat damals den Bürgerkrieg angezettelt. Und hat dafür bezahlt auch quasi. Wo war das hier? Völkermord in Ruanda hat er damals angezettelt. Muss ich sagen, da waren schon teilweise sehr verstörende Szenen dabei. Also das kannst du dann wirklich nur... gucken, Ne, also nicht zu schwache Nerven. Gerade das mit diesem Ruanda-Völkermord. Ansonsten mit Moglevich ist auch sehr interessant mit dem russischen Typen. Diesem russischen Mafia-Boss-Typen da. Sehr interessant, wo der sich alles reingekauft hat auch und sowas. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Hotel Veranda. Muss ich gleich die Liste aufnehmen. Ich packe aber erstmal. Wir sind da! Oh mein Gott, 3100 Kilometer und wir sind endlich da. Oh meine Güte. Mach auf die Tür, ich komme. Ich komme mit dem Drecker. Junge, was tut mir der Arsch weh. So, willst du das Ding hinhaben? Ich pack dir das noch eben. Das ist gar kein Problem. Krieg ich hin.
Ja, gut. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Aber ich werde versuchen... Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben. Ach du Heilige. Das ist doch perfekt! Junge, was willst du von mir? Hä? WTF? Das gibt's doch gar nicht! Ja, eigentlich muss der vor. Das, also, das. Ich muss eigentlich gar nicht perfekt stehen. Das ist das Ding. Bei mir ist es eigentlich scheißegal. Also der Truck, der muss nicht richtig stehen. Guck mal, jetzt kommen wir schief. Das ist blöd jetzt. Jetzt steht der richtig. Macht, was er wollt. Macht, was er wollt. Jetzt stand er so. Macht, was er wollt. Mit dem Ding. Ist nicht mehr mein Problem. Bam, wir sind Level 38. Nice one. Sehr geil. 122k haben wir bekommen. Alter Vater. Raupentraktor von Kalmar nach Olbia. 3100 Kilometer. Heilige Maria. 438k haben wir auf dem Konto wieder. Und wir sind schuldenfrei. Wir sind schuldenfrei. Schön. Alter Schwede. So, wir fahren aber noch auf den Parkplatz eben hier schnell. Was machen wir noch? Und nochmal auf Feierabend. So. Ich hab gesagt, das Ding steht schief. Macht mit dem Ding, was er wollt. Ist mir egal. Ich hau ab jetzt. Ciao. Das Ding steht krumm und schepp. Aber bitte. Macht, was er wollt. Amateure! Amateure! Wärst du mit einfacher Automatik oder mit echter? Ich glaube mit einfacher, ne? Oder? Macht das einen Unterschied? Einfache, echte Automatik? Macht das einen Unterschied? Schaffe ich noch. Der Aufliegerschaden, ich glaube, der Aufliegerschaden ist in dem Fall scheißegal. Wir dürfen nur keinen Ladungsschaden bekommen. Ich glaube, der Aufliegerschaden ist, glaube ich, wurscht. Ich glaube, das ist nicht schlimm, aber ich glaube, sobald die Ladung Schaden bekommt, dann wird's problematisch. So, was ist das hier für eine Klitsche? Hier will ich schlafen. Ja, hier will ich hin. Hier schlafen wir. Echte Automatik musst du selber die Gänge reinmachen. Nee, das muss ich nicht. Ich fahre einfach. Im Rückwärtsgang drücke ich halt doppelt auf Bremse und bin dann im Rückwärtsgang.